Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Ja, das an sich kennen wir schon, aber es geht um was Neues, denn heute zeige ich euch die Demo des Car Mechanic Simulators 21, die ganz neue Version. Und wir schauen mal, was uns da erwartet. Ich bin gespannt. Ach du lieber Gott, das sieht sehr umfangreich aus. Wow, coole Sache. Verschiedene Motoren, Innenausstattungen, Carwash. Wie viel mehr Tuning-Geschichten? Alter Schwede, da geht aber richtig die Luzi. Das ist also die Demo des Car Mechanic 21. Ich bin gespannt. Es soll ja eine ganze Menge neue Sachen geben. Tuning, Carwash, Interieur, eigene Autos, Scheunenfunde und. Das wird weitergeführt. Ich bin gespannt. Als erstes gehen wir mal auf die Einstellung. Machen mal den Ton ein bisschen leiser. Vor allem die Musik machen wir mal ein bisschen leiser. So, das ist schon heftig. Also Vollausstattung. Oder ist immer noch so laut, ne? Wahnsinn. Achso. Man sollte das speichern. Ansonsten funktioniert das nicht. Gut, also Musik machen wir noch ein bisschen leiser. Weil ansonsten wird das, glaube ich, zu laut. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob das okay ist. Grafikqualität hoch. Alles andere lassen wir einfach mal so, wie es ist. Also das sieht schon richtig cool aus. Ist deutlich moderner aufgemacht. Und ich würde sagen, wir spielen mal die Demo durch. Ja. Profilname, ja, der Olle Solaris, ja, was denn sonst? Und ich würde sagen, das ist gut. Das Spiel spielen wir nicht zum ersten Mal. Ich denke mal, das Grundlagentutorial brauchen wir nicht zu machen. Aber wir werden natürlich mal in die Demo reinschauen. Ich bin gespannt, was uns erwartet, was Neues ist und was wir in der Demo schon alles herausfinden können. Da bin ich echt gespannt. So, er lädt und lädt und lädt und ist schon da. Oh, das ist gut. Willkommen bei der 21er Demo. In dieser Demo einige neue Funktionen vorstellen. Zwei Aufgaben, in denen zwei neue Autos vorgestellt werden. Das ist cool. Dann Hände in deinem eigenen Wales 2040. Oh, es gibt ein eigenes Auto. Komplett aufgewertete Werkstatt mit Großraum-Layout. Okay, einige Werkzeuge sind gesperrt. Reparaturtisch ist da, Auswuchtmaschine und Federabzieher ist da. Gut. Wow. Ja, ich würde sagen, das sieht doch schon mal ganz, ganz anders aus hier. Wow, Mama mia, wir haben sogar eine eigene Tankstelle, oder was? Können wir hier eine eigene Tankstelle aufmachen? Das wäre ja geil. Oh, das wäre cool. Da bin ich gespannt. So, hier ist eine Tür. Und hier ist unsere neue Werkstatt. Wow. Also, wir haben hier die Reifenabziehmaschine, die Auswuchtung. Das für die Federbeine. Wir haben hier unseren Werkzeugkasten. Da können wir dann später die Fähigkeiten verbessern. Cool. Wir haben hier eine Reparaturwerkbank. Da haben wir noch keine Ersatzteile. Und wir haben nochmal eine Reparaturtabelle. Karosserie. Wow. Klingt cool. Das Menü mit der rechten Maustaste ist weiterhin vorhanden. Das ist cool. Und das sieht schon richtig geil aus. Da ist der Ölablass, da ist der Computer. Mal gucken, wie das aussieht. Och du Schande, gibt es da neue Sachen. Tuninggetriebe, Zubehörshop, Karosserieteile. Karosserie-Tuning, Tuningteile. Wow, Elektronik-Shop. Guck mal hier. Steuergeräte und so weiter. Was man jetzt alles noch, Versicherungen, was man alles dazu kaufen kann. Die Währung hat sich geändert auf Credits. Okay. Das ist, ja, ist halt mal neu. So, Telefon, do, mal gucken, wir haben hier den Salem. Hallöchen, ist der Boss nicht da? Ich habe gehört, dass du hier zur Probe arbeitest. Jo, das machen wir mal, gell? Regelmäßige Wartung, Bremsen, Zündkerzen, Stoßdämpfer, klingt so, als müssten die Lager geprüft werden. Das kennst du ja. Viel Glück bei deiner ersten richtigen Aufgabe. Ja, ich würde sagen, den Auftrag nehmen wir uns mal an. Da ist das Auto. Gut,
So, was können wir mit dem Auto jetzt machen? Fahrzeug bewegen. Wir haben erste Hebebühne, zweite Hebebühne, Diagnosepfad, Werkstatt, eigener Stellplatz, Autowäsche, Motorprüfstand. Cool. Können wir auch irgendwo eine Testfahrt machen? Scheint nicht, ne? Also wir gehen erstmal auf den Diagnosepfad. Bin mal gespannt, wie sie den jetzt umgebaut haben. Okay, da ist ziemlich viel gleich geblieben, außer dass man jetzt ein bisschen Wasser trinken kann. Super. Ach, die Diagnose ist in der Demo nicht verfügbar. Schade. Okay, dann bewegen wir mal das Auto auf die erste Hebebühne. Und wir sind automatisch auch dann da. Das ist auch nicht schlecht. Man muss nicht immer erst darüber laufen. So, einmal hoch damit. So, jetzt gucken wir uns das Auto nochmal an. Fahrzeuginfo, da ist es. Teile 72%. Okay, oh, das ist ja ganz anders aufgebaut. Meine Güte, ist das cool. Das ist ja echt schön gemacht. Motor, da sehen wir die Leistungskurven. Da sehen wir jetzt, oh, was hier alles gemacht wird. Ach du heilige Maria. Das ist ja eine ganze Menge. Gut, und da schauen wir Kampagnenauftrag, zusätzliche Aufgaben. Was gibt es an zusätzliche Aufgaben? Bremsflüssigkeit wechseln, Servolenkung, Flüssigkeit wechseln, Wischerflüssigkeit nachfüllen. Wow, wir haben richtig, richtig coole Aufgaben hier. Das finde ich ja extremst cool. So, das heißt, wir gucken erstmal nach dem üblichen. Ich würde sagen, wir gehen mal an die Aufhängung. Wir testen das mal. Wow, das geht schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur demospezifisch ist, aber das geht richtig ab. Wow. Das ist deutlich einfacher gemacht. So, jetzt gucken wir gerade nochmal. Ah, wir können auch jetzt in den Auftrag reingucken. Bremsbeläge, Bremsscheiben. Die müssen gemacht werden. Was heißt das? Kennzeichnung entfernen. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir bestellen können. Das können wir ja schon mal ordern, das Zeug. Also, wir brauchen nicht den Elektronikshop. Wir brauchen die Ersatzteile. Wir brauchen den Bereich Bremsen. Oh, das ist geil gemacht. Bremsscheibe innen belüftet. Zwei Stück. Teil kaufen. Bremsbeläge brauchen wir. Vier Stück. Gut, da können wir sogar später noch mehr Sachen dazu packen. Okay. So, dann haben wir die schon mal drin. Aber die Grafik ist ein bisschen... die muss man wahrscheinlich ein bisschen feiner einstellen. So, dann bauen wir mal die Bremsscheibe innen belüftet ein. Da haben wir jetzt die neue, genau. Dann die neuen Bremsbeläge dazu. So, Bremssattel. Der kann auch drauf wieder. Alles gut. Wow. Gefällt mir. Gefällt mir unheimlich gut. Also ich freue mich jetzt schon darauf. Das wird hochinteressant. So, jetzt gucken wir mal am Auftrag. Da haben wir die ersten Bremsbeläge, die Bremsscheibe schon geändert. Radlager, Spurstangen, Kopf, Zahnriemen, Radlager. Oh, da müssen wir die Räder doch nochmal abbauen. Gut, aber ist ja auch kein Problem. Wir brauchen auf alle Fälle noch 4 Zündkerzen und 4 Zündspulen. Die können wir auch schon mal schnell holen. Tadam. So, 4 Zündkerzen und Zündspulen. Ist das da mit drin oder wo ist das? Ich gucke gerade mal, ob die Suchfunktion auch wieder geht. Oh, in dem Abschnitt nichts gefunden. Okay, das ist jetzt neu. Er findet das Teil nicht. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Das heißt, man muss da wahrscheinlich doch durchsuchen. Okay, Zündkerzen, Zylinder. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt drin ist gerade. Dann gucken wir einfach unter allen Teilen. So, wo haben wir denn die Zündkerzen? Vorderachsträger, Zylinderkopf. Weil Zündkerzen, das... Oder ist das hier nicht dabei? Das kann sein, dass wir da woanders gucken müssen. Innenausstattung, Nummernschilder. Ist das unter Elektronik jetzt? Tatsächlich, das ist unter Elektronik jetzt drin. Wie cool ist das denn? Neue Abteilung. Sehr schön. So, und Zündspule, Einzelfunken brauchen wir auch noch. Ups, 4 Stück reichen. Ah, das ist in einer neuen Abteilung drin. So, und wir haben jetzt gehört, wir müssen eine ganze Menge machen. Wir gucken uns erstmal den Motorraum an. Motor, das ist auch cool gemacht. Kann man wieder sich bewegen, jawohl. Grafik ist, wie gesagt, die muss man vielleicht ein bisschen runterstellen. Ich habe auch nicht die allerbeste Grafikkarte, aber das ist kein Problem.
Zündkerze raus, genau. So. So, zünd die Kerze. Zünd die Kerze. So, dann einmal wieder neue montieren. Dann haben wir das schon mal erledigt. Geht ja mal so, um das Ganze hier kennenzulernen. So, achso. Einmal drauf, einmal gut. Einmal drauf, einmal gut. So, einmal drauf, einmal gut. So. Oh, sieht bis jetzt ganz vielversprechend aus. Also Grafik ist deutlich besser geworden, muss man sagen. Da hat sich unheimlich viel getan. So. Gut, das Problem haben wir schon mal erledigt. Gerade gucken, wie ist das mit diesen Flüssigkeiten? Cool. Ist das genial. So, das ist gut. So, Wischwasser ist erledigt. Gut, das sieht auch schick aus. So, jetzt müssen wir nochmal an die Reifengeschichte ran. Das ist mit der Grafik, das ist noch ein bisschen schwammig, ne? Ah, da müssen wir sogar den Knopf drücken, wo wir hin müssen. Ich speichere das nochmal schnell. Und dann gehen wir gerade nochmal schnell rein. Ich stelle mal die Grafikeinstellung ein bisschen runter. Einfach nur mal, um zu gucken, ob das dann ein bisschen besser funktioniert. Wir gehen hier mal auf Mittel. Und schauen mal, ob das schon reicht. So, Demo spielen, Solaris. Gut, weiter geht's. Das Laden funktioniert eigentlich ganz vernünftig schnell. Da brauchen wir also jetzt nicht ewig zu warten. Das geht gut. So, mal gucken, ob das jetzt immer noch so schwammig ist oder ob es jetzt besser ist. Ja, ist schon deutlich besser, ne? Ist nicht mehr ganz so heftig. Gut. So, dann machen wir die Reifen nochmal ab, weil wir müssen da irgendwo noch defekte Teile austauschen. Das ist aber kein Problem. Ach, halt. Da will ich hin. So, die Radnabe, die müssen wir ausbauen. Da müssen wir aber erstmal hier noch ein bisschen vorher dran arbeiten. Die Radnabe raus, die ist nämlich im Eimer, da ist sie. So, Radnaben brauchen wir, zwei Stück waren das, glaube ich, ne? Und wahrscheinlich vorne auch. Gucken wir mal gerade. Sieht auch die Bremse ziemlich im Eimer aus. Beziehungsweise die Bremsscheibe, die innen belüftete. So, und die Bremsbeläge sind auch fertig. Die Bremsscheibe ist auch fertig. Da ist alles fertig. So, gucken wir nochmal Bremsscheibe, Radlager, Spurstangenkopf und wo waren wir? Zahnriemen auch noch. Zwei Spurstangenköpfe, das muss wahrscheinlich aber dann von der Unterseite. Gucken wir mal gerade. Ja, die Spurstangenköpfe sind im Eimer. Die sind platt. So, gucken, ob wir auch wieder so schön rüber wechseln können. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Man sieht jetzt auch irgendwie deutlicher, ob das kaputt ist oder nicht. Also das finde ich cool. Gefällt mir. So, das heißt, wir müssen jetzt aber nicht in die Elektronik, wir müssen die Ersatzteile und Spurstange ist eventuell im Fahrwerkbereich. Spurstangenkopf, da brauchen wir zwei Stück. Und Radlager brauchen wir auch zwei Stück. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der Federung ist. Da ist es die Gummibuchse, Radlager, da ist es. So, wir brauchen nicht mehr doppelt draufklicken, das ist cool. Gesamtpreis 15% Rabatt ist auch cool. Kann man, glaube ich, auch ja, sich erarbeiten sozusagen, wie hoch der Rabatt dann später ist. Das kann man, glaube ich, upgraden. So, machen wir den neuen Spurstangenkopf rein. Ah, das ist cool. Also auch dieses System mit den neuen Ratschen finde ich cool. Das ist richtig geil gemacht. So, neues Radlager rein. Mal die Antriebswelle wieder reinsetzen. So, die Bremsscheibe, die neue drauf. Bremsbeläge drauf. Bremsscheiben, Sattel drauf. So. Gut, und jetzt müsste dann gleich der Reifen kommen. So. Also ich bin bis jetzt echt begeistert.
So, jetzt gucken wir mal, ob schon ein Teil erledigt ist. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So, ein Radlager müssen wir noch und den Zahnriemen müssen wir später noch wechseln. Oh, Zahnriemen. Da freue ich mich auch schon drauf. Das ist nämlich gar nicht so meine Welt normalerweise. Aber gut, schauen wir uns an. So, neue Bremsdingsbums drauf, neues Radlager rein. So, die Antriebswelle wieder verschrauben. So, neue Bremsbeläge drauf. Neuer Bremssattel drauf. Also neu nicht, sondern der, der halt drauf war, den mussten wir ja nicht austauschen. So. Aber ich finde, die Grafik ist auch viel detaillierter geworden, viel besser geworden. So, jetzt gucken wir nochmal rein, wie es aussieht. Okay. Nochmal Bremsbeläge für hinten, denke ich. Dass die auch im Eimer sind. Das heißt, wir tauschen die hier gerade mal schnell. So. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. So, Reifen wieder drauf. Gut, die Seite ist fertig. Gehen wir auf den da. Aber das mit den neuen Shops finde ich in dem Punkt cool, weil dann hat man nicht mehr so riesen lange Suchlisten, sondern man findet dann eben, wenn man sich natürlich dran gewöhnt hat, aber dann doch besser zurecht, gerade weil jetzt auch diese Elektronik-Sektion noch mit dazu gekommen ist. Ist schon mal richtig ansprechend, also gefällt mir. So, Reifen drauf, dann müssten wir das eigentlich erledigt haben. So, den auch noch. So, jetzt gucken wir mal, wie weit wir sind. Sieht gut aus soweit. Jetzt haben wir nur noch den Zahnriemen und Servoflüssigkeit und Bremsflüssigkeit. So, Servo und Bremsflüssigkeit, da brauchen wir auf alle Fälle Ölauffangbehälter. Ist das da? Dann ist ja Öl. Haben wir auch einen Behälter für Bremsflüssigkeit und Servo? Das weiß ich gar nicht. Wir müssen sowieso das Auto jetzt erstmal runterlassen. So. Ich weiß gar nicht, ob das von unten oder von oben gemacht wird. Keine Ahnung. So, Zahnriemen sollen wir noch wechseln. Okay, da muss irgendwas anderes noch abgebaut werden dafür. Ach, da unten. Oh, das sieht man jetzt gerade sehr schlecht. Ah, das ist wahrscheinlich von unten noch. Ah, kommt man vielleicht von unten besser dran. So. Müssen aber erstmal. Ah, da muss das alles abgebaut werden, okay. So. Dann brauchen wir den Zahnriemen. So, muss erst die Riemenspanner raus. So, Zahnriemen. So, Zahnriemen muss gewechselt werden. Wir haben einen Zahnriemen R4B. Gucken wir mal. Zahnriemen R4B. Den holen wir uns mal. Ich weiß, normal macht man das von unten, aber ich bin ein fauler Mensch jetzt. Ich will das Auto nicht nochmal hochschaffen. Deswegen, wir kriegen das auch von hier aus hin. Zahnriemen ist gewechselt. Riemenspanner ist drauf. Aber von unten macht das eigentlich mehr Sinn, ne? So, dann die Riemenscheibe drüber, dann den da drauf und dann noch den Spanner, beziehungsweise Umlenkrolle in dem Fall. So, dann haben wir, glaube ich, alles. Gut, jetzt müssen wir gucken, wo Bremsflüssigkeit und Servoflüssigkeit gewechselt wird. Das ist doch Servo, ne? Also das haben wir jetzt alles erledigt, der Auftrag ist fertig. Zusatzaufgaben Servolenkflüssigkeit und Bremsflüssigkeit. Servo und Brems. Ist da eine Flüssigkeit drauf? Ja. Servodeckel, das müssen wir machen. Austauschen oder... Ah ne, auffüllen. Ist ja gar nichts mehr drin. So.
So, mal gucken, ob das so in Ordnung ist. Ach, wechseln. Die alte ablassen. So, wo lasse ich die alte Flüssigkeit ab? Okay. Dann machen wir das jetzt mal so rum, weil ich das nicht weiß, wie es geht. Sorry dafür. So, dann füllen wir jetzt wieder auf. Bremsflüssigkeit. Müssen wir dann gucken. Ah, das ist Bremsflüssigkeit, ne? So. Gucken wir mal. Der Auftrag ist jetzt auch durch. Servolenkung. Wo ist die Servoflüssigkeit? Oh Gott. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Flüssigkeitsbehälter für die Servolenkung. So, wo kann ich den jetzt ablassen? 50 Credits wieder bezahlt. Also das müsste ich dann im Laufe des Spiels mal noch rausfinden, wenn es draußen ist. Ja, sorry. Okay, aber es ist eigentlich relativ übersichtlich. Also man findet es gut, es ist gut beschriftet. Ja, da unten sieht man die Flüssigkeit an der Seite sogar. Das ist ja geil. Gut. Ich glaube, damit haben wir den Auftrag erledigt. Lassen wir das Auto mal ganz runter. Mal gucken, ob das auch mit gedrückt halten geht oder... Halt. Ach, egal. War falsch. War falsch gedrückt. Nee, diesmal nur einmal klicken und nicht gedrückt halten. Okay. Coole Sache. So, dann würde ich sagen, Auftrag ist erledigt. Alles gemacht. Jawohl. So, wie kann ich den jetzt beenden, den Auftrag? Ah, da. Kampagnenauftrag, zusätzliche Aufgaben, Abschlussprämie, Einnahme 1639 Credits. Cool. Und wir haben ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Schicke Sache. So, was mich natürlich jetzt noch brennend interessiert, das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Da ist unser Auto. Wir haben auch ein eigenes Auto. Mann, der sieht toll aus, oder? Also ich bin total begeistert. Das Auto ist wunderschön. Ich glaube, den bewegen wir mal auf die zweite Hebebühne, dass der Karren drin ist. Denn das ist, wie gesagt, unser eigenes Auto. Und hier haben wir ein bisschen Arbeit. Würde ich mal behaupten. Ein wenig Arbeit. Nur mal so. Ach, Spaß. Ja, also das fehlt alles. Ja, dass ihr schon mal seht, was wir hier an dem Auto noch alles einbauen müssen. Aber ich glaube, wir zerlegen den Wagen komplett mal. Und schauen einfach mal, was dann passiert. Wir gucken, haben wir noch Aufträge? Jawohl, ein Supra, super. So, ein Kampagnenauftrag ist das oder ein normaler Auftrag? Sieht man jetzt nicht. Okay, 100%. Und zusätzliche Aufgaben, so super. Einstellungsproblem wahrscheinlich am dringendsten. Fahrwerk, Federung müssen erarbeitet werden. Natürlich sind ein paar regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Ja, das klingt gut. Den Auftrag nehmen wir an. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, ein wenig eingestaubt ist gut. Ich glaube, den fahren wir erstmal in die Waschstraße dann in der nächsten Folge. Können wir das machen? Ja, können wir. Car Wash. Okay, ich bin gespannt. Lasst euch auch mal überraschen. Also bis jetzt bin ich total begeistert hier von der Version. Und in dem Sinn, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Servus. Und tschüss.